Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Hammerwatch. Ja, nach der letzten Aufnahmesession hatten wir den Boss von Akt 1 besiegt und sind nun in Akt 2 gelandet, der Armory. Also vom Regen in die Traufe sozusagen. Jetzt werden wir es wahrscheinlich nicht mehr mit irgendwelchen Käfern zu tun bekommen, sondern mit etwas härteren Gegnern. Ja, und man sieht schon, das Setting ist ganz anders, das ist nicht mehr so dunkel. Und auch die Musik ist ganz, ganz anders. Hier hätten wir schon mal ein Level, ein Kombo-Meister. Bei dem wir uns allerdings nichts kaufen können, weil wir nicht genug Geld dafür haben. Und wir haben sogar schon die Boss-Türe vor uns. Ein Trankhändler, ein Waffenmeister, alles Mögliche hier. Okay, gucken wir uns erstmal auf der Ebene genau um. Da drüben hätten wir schon mal noch ein paar Raupen, die entweder mehr aushalten, wobei mir das nicht so vorkommt. Aber wir hauen sie gut weg, wie immer. So. Okay, man sieht schon mal neue Gegner, Skelette, beziehungsweise die Skelette kennen wir ja eigentlich schon. Ja. Da drüben. Skelette. Jede Menge Skelette. Die wir weghauen. Obwohl, das geht hier eigentlich noch. Und ein Speicherpunkt bewachen sie. So, weg mit euch. Ja, die Skelette da drüben sehen schon mal etwas übertriebener aus. So, Kupfermützen einsammeln. Au. Und Silberschlüssel. Okay, das sind gepanzerte Skelette. Gut zu wissen. Hm. Und da muss es auch irgendwie hingehen. Was sollten wir uns merken? Okay, wir haben einen Bronzeschlüssel oder einen Silberschlüssel schon mal eingesammelt. Und da ist was zu essen. Gut. Also die gepanzerten Skelette sind mit etwas Vorsicht zu genießen. Gucken wir uns erstmal auf der anderen Seite weiter um, bevor wir irgendwelche Türen öffnen. Hier wäre ein Armormeister. Da ist der Kombomeister. Da ist der Level-Up-Meister und da sind Planken. Okay, das sieht so aus, als ob das eine Ebene höher ist oder so. Also gucken wir mal, wie wir da rankommen sollen. Und hier geht es erstmal nicht weiter, da sind Stacheln im Weg. Okay, wir müssen uns hier auch ganz neu orientieren, was Secrets und so angeht. Also hier wären Feuerbälle, durch die wir einfach mal durchkommen. Nein, Etage 6 will ich mir noch nicht ansehen und verbrannt werden will ich auch nicht. Okay, den Level-Up-Meister, den lassen wir mal da stehen, wo er ist. An die anderen kommen wir leider nicht ran. Wir kommen höchstens noch hier hoch, in die 5. Etage. Aber wie gesagt, nö, will ich erstmal nicht. Ich will mich erstmal hier weiter umgucken. Hier sind Spawner. Die wir erstmal weghauen sollten. So. Gut. Und Kombo-Punkte. So, weg mit euch. Wow. Ganz schön viele Skelette. Und irgendwelche komischen Blobs, die komisch aussahen. So, einmal durchdashen. Spawner töten. So. Und dann machen wir gerade so weiter. So, einfach mal weghauen. Immer zuerst auf die Spawner gehen. Und dann die Skelette wegschlagen. So, jetzt sind nur noch die Gepanzerten übrig. Und die sind auch schon weg. So, ich hätte auf jeden Fall gerne einen goldenen Schlüssel für unseren Waffenhändler. Oh, okay, die zerplatzen und werden zu Blobs.
Gut zu wissen. Noch ein Spawner. Okay, die spawnen jetzt sogar Rüstungsskelette. Gut zu wissen. Brauchst du Schlüssel? Glaubt ihr irgendwas, ihr Viecher? Wenn nicht, dann töte ich euch gerade umsonst. Au. Okay, ihr könnt schon mal vergiften. So, noch ein Bronzeschlüssel. So. Wir haben ja hier Bronzetüren zum Öffnen. Also erst einmal weg mit dem Skelett. Und hoffentlich gibt es hier irgendwas, wenn wir die da alle freilassen. So. Kommt, sterben. Genau, sehr schön. Boah, nicht an der Wand hängen bleiben. Das ist nicht so gut. So ist es besser. Und immer ein bisschen rückwärts strafen. So. Okay, hier ist schon mal leider nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwie der Zugang nach da unten. Außer, dass hier sind irgendwelche geheimen Schalter. Scheint aber nicht der Fall zu sein, leider. Ah, aber da drüben ist ein Schalter. Okay, öffnen wir mal hier. Sacken das ganze Gold aus der Schatzkammer ein. A secret has been revealed. Ich kann mir schon denken, wo. Ah, gucken wir einfach mal hier nach Süden. Nö. Da habe ich falsch gedacht. Ah, da wurde ein Secret wohl revealed. Jo. Wow, das war falsch. Au. Das war richtig. Das war richtig. Das war nicht richtig. Ah. Gut. So, so, so. Und so. Sequenz komplett. Jetzt ist es da unten aufgegangen. Sehr schön. Hier liegen noch ein paar Kupfermünzen rum. Oh, wir haben langsam wieder genug Geld. Vendor-Münze. Ein roter Edelstein. Und ein Damage-Upgrade. Jawohl. Solche Upgrades mag ich ja sehr gerne. Komm, die machen wir jetzt auch schnell weg. So schlimm sind die ja nicht. Und dann werden sie wenigstens nicht mehr auf der Map angezeigt. So. Hier den Spawner weghauen und dann die Skelette weghauen. Und das Gold einsacken. So, noch mehr Gold. Überall so kleine Schatzkammern. Schlüssel. So, kommt her. Neben mich stellen ist unfair. Okay, die Schleime können irgendwie etwas nervig sein, finde ich. So. Hier den Schlüssel einfach mal auf die Methode einsacken. Müssen uns ja nicht unbedingt Feuerbällen aussetzen. So, und hier alles. Schön nach der Reihe nach. Oh, ein Schalter, um rote Spikes zu deaktivieren. Na komm, laufen wir einfach mal hier durch und holen alle Schleime. Ja genau, lass die Skelette brennen. Okay, weg mit den Schleimen. So. Gut. Dann gucken wir mal, was der rote Schalter macht. Red Spikes deactivated. Gut. Nächste kleine Schatzkammer öffnen.
dabei gleich mal ein paar Skelette durch die Feuergrube locken. Au. Jetzt brenne ich. Also brennen kann man auch, scheinbar. So. Einfach mal durchdashen. Den Spawner erledigen. Und gucken. Ja, hier waren wir schon. Also das wäre der zweite Gang nach oben gewesen. Geheimes Ank. Level Up Gegenstand. Und wow, da oben war was Neues. Jedenfalls kommt schon mal ein Skelett und eine Raupe. So, Spawner weg. Skelette weg. Ja, genau dieses Ding da. Wow, das ist ein Einfrierteil. Au, und das macht verdammt guten Schaden. Okay. Also von den Einfrierteilen müssen wir uns definitiv in Acht nehmen. So. Erstmal was zu essen einsacken und das Geld, was hier noch rumliegt. So, Kisten. Vielleicht ist da ja auch noch was zu essen drin. Da sind auf jeden Fall noch Münzen in der Schatzkammer. Bronzeschlüssel haben wir ja genug. So. Gut. Weg mit euch. Okay, das mit diesen Eistürmen kann mies werden für uns als Nahkämpfer. El Bosso hier, aber auch. Wow, 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 wow. Schwerttanz ist unfair. So. Vendor-Münze und Stärke-Upgrade. Danke dafür. Noch ein Bronzeschlüssel und noch mehr Skelette. Jo. Wow, viel mehr Skelette. Okay, und da drüben ist eine riesen Schatzkammer, sehe ich gerade. So, weg mit euch und weg mit dem Spawner hier. So. Weg mit euch und dann plündern wir mal die Schatzkammer. Edelstein, Edelstein, Essen. Noch ein Edelstein. Und das da drüben sieht so aus, als ob es hier lang gehen würde. Also sozusagen eine Abkürzung. Ich weiß nicht, wie es ist, ob es begrenzt Schlüssel gibt, aber mehrere Türen. Man also für einen sich teilweise gut überlegen muss, was man mit den Schlüsseln anfängt oder ob es wirklich für jeden ist, für jede Tür einen Schlüssel gibt. So, da unten ist die Eisstatue, die lassen wir mal in Ruhe. Das erste. Ich schalte erstmal die Spawner hier aus. Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Ja, super. Noch ein Bronzeschlüssel, der einfach mal zu uns teleportiert wurde. Was immer auch, dass wir einen Nutzen hatte. Oh, ein Skelettbogenschütze. Noch ein Skelettbogenschütze. Ein Safe Point. Den sollten wir mal aktivieren. Und du da siehst aus. Achso, du bist ein gepanzertes Skelett. Was auch immer du da gerade gespawnt hast, weg damit.
Oh, noch so eine Eisstatue. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Silberschlüssel. Futter einsacken. Also ja, man merkt, wir sind in Akt 2 gelandet. Hier ist es jetzt nicht mehr so einfach. So, erstmal die weg. So. Wow. Gut, die Eisstatue müssen wir gucken, wie wir sie loswerden. So. Wow. Ja, schnell hin, ein paar Mal zuschlagen. Wir kriegen sogar ein Damage Upgrade von ihr, wie nett. So, wie kommen wir hier rein? Ah, ich sehe schon. So, One-Up gefunden und da ist sogar noch ein Schalter. A secret area has been revealed. Ja. Überall solche kleinen Schatzkammern. Ich dachte, wir sind in der Armory gelandet, nicht in der im Tresorraum. Okay, es gibt hier sogar noch Raupenspawner. Wow. Wir müssen trotzdem aufpassen. Die Gegner hier sind auf jeden Fall härter geworden. So. Weg mit euch. Ah, Gift ist nervig. Und wir haben gar keinen Trank mehr. So, dafür haben wir den Spawner hier ausgeschaltet. Mal gucken, ob wir hier noch einen Silberschlüssel finden. So, erstmal weg mit den Skeletten. So, und dann mit den Spuckern weg hier. So. Stehen ja zum Glück noch genug Fässer und so rum, in denen Essen liegen könnte. So. Tut's aber nicht. Da ist noch ein Mana-Kristall. Brauchen wir nicht. Wir töten Skelette. Au. Fangen Feuer dabei. Schnappen uns den Schlüssel. Töten die Spawner. Gut. Und schnappen uns lieber die Äpfel da oben. Okay. Was ich noch gar nicht angemerkt habe, Akt 2 ist für mich total blind. Also ich habe damals in der Beta nur bis zum Boss gekämpft. Also zu der Riesenraupe, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Beziehungsweise, ja doch in der letzten. Und dann nicht mehr weiter. Ich weiß also nicht, was hier auf uns noch alles warten wird. Zum Beispiel diese Tiefkühlstatue kenne ich gar nicht. Wow. Ich sollte mich jetzt erst einmal in Sicherheit bringen vor der Tiefkühlstatue. Wow. Okay, die hat nur begrenzte Reichweite, wenn ich das richtig gesehen habe. So, einfach mal rückwärts gehen. Wow, und fast sterben. Essen einsacken. Spawner töten. So, die blöden Fernkämpfer loswerden. Die machen hier doch nicht wenig Schaden.